Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen SV Sandhausen am kommenden Freitag. Der Stand von gestern hat noch Bestand. Ein bisschen über 26.000 Karten sind verkauft. Gibt noch ein paar Stehplätze im Norden. Ansonsten noch Sitzplätze in allen Kategorien. Schaut am besten mal uns auf die Seite, der ist auch nochmal aufgeführt. Gibt noch ein paar Karten für einen Familienblock, günstigere Eintrittskarten für Kinder. Und da sind alle Informationen quasi zu den Tickets nochmal zusammengestellt. Deswegen würde ich euch bitten, da vielleicht nochmal drauf zu schauen. Da sind wir auch stets aktuell. So, das dazu. Zum Sportlichen. Hast du jetzt nicht überleid? Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt mal gedacht, irgendwie dachte ich, das letzte Mal ein großes Thema war anscheinend. Machen wir es einfach mal so. Wie sieht es denn aus bei den Jungs? Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben eigentlich alle Spieler im Training, wobei Marcel Halzenberg immer noch reduziert trainiert, also nur Teile des Mannschaftstrainings momentan absolvieren kann. Jetzt hat gestern Ante Budimir auch reduziert trainiert, weil er leichte Probleme mit den Adduktoren hat, aber das ist für Freitag kein Problem. Trotzdem hat er gestern nur reduziert trainiert. Robin Himmelmann wurde ein bisschen geschont, nachdem er jetzt am Sonntag ja seinen ersten Einsatz hatte, nach längerer Zeit. Und ansonsten sind alle soweit fit, gesund und könnte eine Alternative dann auch sein. Gut, Roland, vielen Dank. Jetzt wie gewohnt eure Fragen, kurzes Handzeichen. Ladies first, Carsten? Ja? Nina, bitte. Warum sind verhältnismäßig wenig Karten verkauft? Das hängt ja immer auch ein bisschen damit zusammen, hätten wir jetzt, sage ich mal, Union Berlin hier, da wären wir wahrscheinlich sicher, dass 2.500 Gästekarten weggegangen wären. Bei Sandhausen ist es eher ein Bruchteil dessen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie rund um 200 Karten irgendwie, ich weiß es aber, das muss ich euch nochmal nachliefern. Sodass du selbst, wenn du dann den Heimbereich in den kleinsten Sektor quasi reduzierst, hast du trotzdem, glaube ich, können wir es bis zu 1250 reduzieren. Dann bleiben trotzdem erstmal schon mal 1000 Plätze frei. Und dann wärst du wahrscheinlich irgendwo bei 27,5 und hast du noch 1.500 Karten. Also das sind halt immer so Sachen irgendwie, die dann am Spieltag gehen halt immer noch Karten weg. Irgendwie jetzt ist, ohne es despektierlich zu meinen, Sandhausen sicherlich auch nicht ein attraktiver Gegner wie Kaiserslautern oder Union Berlin. Das spielt dann sicherlich noch mit rein. Also da sind wahrscheinlich die Erklärungen dann zu suchen und auch zu finden. Also ihr meint nicht, dass das mit dem, sagen wir mal, überschaubaren Unterhaltungswert sportlich in den letzten Spielen zu tun hat? Doch, bestimmt auch. Bin sicher. Ich meine, ja, die Frage kannst du ja wahrscheinlich selber beantworten. Ne? Also ich meine, wären wir jetzt mit 6 Punkten Erster, könnte das möglicherweise den einen oder anderen mehr anziehen, aber das ist ja nicht so. Ich habe noch was. Es regnet Freitagabend wahrscheinlich. Vielleicht schreckt das auch jemand ab. Kann ja sein. Das ist alles möglich. Wäre das ein sportlicher Vorteil für euch? Wenn weniger Leute kommen? Nee, wenn es regnet. Ach so. Das kann sein. Fritz-Walter-Wetter oder was? In Hamburg? Weiß ich nicht. Welche Erkenntnis hast du mit ein paar Tagen Abstand gewonnen aus dem erfolgreichen Pokalspiel, die sich auch übertragen lassen auf ein Spiel gegen einen Gegner, sagen wir mal, auf Augenhöhe oder aus derselben Liga? Ja, das Entscheidende war im Pokal, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie mit Druck umgehen kann, dass sie das gut annimmt und jetzt unabhängig davon, dass wir gegen einen Fünftligisten gespielt haben, ist es trotzdem im DFB-Pokal schwierig, dann solche Spiele auch zu gewinnen. Das haben andere Ergebnisse ja auch gezeigt. Und deswegen ist die größte oder auch die beste Erkenntnis aus dem Spiel, dass die Mannschaft dann, wenn sie enorm unter Druck ist, auch trotzdem gut funktionieren kann. Und jetzt am Freitag haben wir auch trotzdem Druck, ne? Weil das war Pokal und jetzt geht es in der Liga weiter. Und in der Liga steht bisher nur ein Punkt und steht immer noch dieses schlechte Spiel in Aalen. Zuletzt auch und deswegen haben wir trotzdem Druck und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft genauso wie in Rathenow sehr gut mit diesem Druck umgehen wird und das war für uns alle entscheidend auch zu sehen. Ich muss zu dieser Kartenfrage noch kurz was sagen. Also ich glaube, dass 17 andere Vereine in der zweiten Liga, glaube ich, ganz froh wären, wenn sie gegen Sandhausen vor dem Zug schon mal 26.000 Karten verkauft hätten.
Also so, das ist so mein Gefühl irgendwie, aber das nur als letzter Einschub. Ja, normalerweise, also kennt man die Situation mit Millantor, grundsätzlich Karten gibt es nicht, also ausverkauft. Ja, wobei wir ja fast bei allen Spielen immer noch Karten haben, also das ist ja ganz, ganz selten, dass ich hier bei der PK schon sitze und sage, so zack, das Ding ist ausverkauft, sondern eher, es gibt immer noch Restkarten und so weiter und so fort. Nur ich meine, 1500 sind nicht Restkarten. Ja, also wenn du so sehen willst, irgendwie sind wir natürlich ist natürlich alles dem sportlichen Misserfolg der letzten Wochen geschuldet und die Leute sind bitter enttäuscht und bleiben zu Hause. Das dann so, oder? Guckst du mich jetzt an? Ja, ich frag dich. Also, ja, klar, ich hab's ja schon gesagt. Also wie gesagt, wenn man das so sehen will, kann man das natürlich so sehen, nur am Ende denke ich, dass das immer noch eine sehr beachtliche und sehr gute Zahl ist und wir sicherlich eine extrem hohe Fanbase haben, die uns da bei jedem Spiel, egal wie es dann sportlich aussieht, unterstützen wird. Und das wird auch so am Samstag, am Freitagabend sein. Jetzt läuft es bei Sandhausen auch nicht so prickelnd seit ein paar Wochen. Also schon Ende der letzten Saison irgendwie einen Durchhänger gehabt und zieht sich konsequent weiter. Haben jetzt 4-1 in Bielefeld verloren. Da ist auch ein bisschen Alarm unterm Dach. Vorteil für euch, Nachteil für euch? Kann man das überhaupt einordnen? Das ist schwierig einzuschätzen, weil es kommt ja ein bisschen auch auf den Charakter so einer Mannschaft an. Den kenne ich jetzt nicht, den Charakter der Mannschaft von Sandhausen, weil nach so einem Spiel wie in Bielefeld oder auch nach den ersten beiden Spielen der Saison kann das ja auch was bewirken in einer Truppe. Ja, die Einstellung kann dann andere sein, man rückt enger zusammen, man wehrt sich gegen alle Widrigkeiten, weiß, man fährt nach Hamburg, spielt vor vielen Zuschauern, jetzt habe ich das wieder, aber spielt vor vielen Zuschauern und kann sich dort auch beweisen. Also das kann ja auch was bewirken in einer Mannschaft. Ne? Es kann aber auch leben auf der anderen Seite. Ne? Man hat das halt vielleicht auch ständig im Hinterkopf und kommt vielleicht nicht gut ins Spiel. Das wird dann unsere Aufgabe sein, dass Sandhausen nicht gut ins Spiel kommt. Und man kann auch wieder auseinanderfallen. Also das hängt ein bisschen von dem Charakter der Truppe ab. Ich war selbst in Bielefeld am Sonntag und habe die Mannschaft dort gesehen und muss sagen, dass bis zum 0-1 eigentlich Sandhausen das Spiel relativ gut im Griff hatte, gut strukturiert war, gut Fußball gespielt hat auch teilweise, nicht zwingend dann zum gegnerischen Tor und dann erst nach dem zweiten Tor dann ja so ein bisschen auseinandergefallen ist. Ja. Aber bis dahin war das schon gar nicht schlecht, was sie gemacht haben und niemand hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, also während der ersten Halbzeit, dass das Spiel so ausgeht. Ne. Und deswegen, ich kann schlecht einschätzen, wie die Mannschaft von Sandhausen jetzt auf diese Negativserie reagiert. Unsere Aufgabe wird sein, den klarzumachen und dann in den ersten Minuten, dass es bei uns halt auch nicht zu holen gibt oder dass es schwierig wird für sie auch. Und dann denke ich, haben wir schon mal einen kleinen ersten Schritt gemacht. Jörg Naros, Kapitän. Letzte Woche habt ihr viele Gespräche geführt, dreimal Geheimtraining gemacht. Wie ist denn diese Woche gelaufen von dem Sandhausen-Spiel jetzt? War das eher eine normale Trainingswoche oder wie war das? Nein, das ist auch keine normale Trainingswoche in dem Sinn, weil wir ruhen uns jetzt nicht darauf aus, dass wir das Pokalspiel gewonnen haben, sondern wir sind weiterhin fokussiert, arbeiten sachbezogen, so wie letzte Woche auch schon, führen auch nach wie vor viele Einzelgespräche, wobei diese Einzelgespräche dann auch viel mit Videoanalyse zu tun haben, einfach um den Jungs die Dinge noch besser zu vermitteln, sie noch zu bestärken in ihrem Handeln auf dem Platz. Wir haben dann gestern auch an defensiven Schwerpunkten gearbeitet, werden heute an einem anderen Schwerpunkt arbeiten und werden dann auch morgen dann die Türen zumachen und dann auch wieder Tag vom Spiel Ruhe zu haben in erster Linie und bereiten uns genauso wie gegen Rathenow sehr konzentriert vor. Also ist nicht so eine normale Woche, wenn du vielleicht vorher 2-3 Spiele gewonnen hast, wo du dann einfach ein bisschen lockerer umgehen kannst mit der ganzen Situation, sondern wir sind nach wie vor sehr fokussiert, sehr konzentriert und arbeiten darauf hin, dann gegen Sandhausen auch erfolgreich zu sein. Herr Krause. Empfindest du das Spiel als ein besonderes für dich persönlich? Nein, ich empfinde das Spiel als ein besonderes für die Mannschaft, nicht für mich persönlich. Die Mannschaft möchte jetzt
auch zeigen, dass das, was sie in Rathenow schon angedeutet hat, dass sie das halt auch hier im Liga-Alltag umsetzen kann. Und deswegen ist es für uns, ich sage uns als Mannschaft, Trainerteam plus Spieler, ein besonderes Spiel, sich dort zu beweisen. Aber wie ich es auch schon letzte Woche gesagt habe, es geht nicht um mich als Person, es geht darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und ich bin Teil der Mannschaft und deswegen versuchen wir es gemeinsam. So. Fertig? Ja, wäre auch meine Frage. Oder müssen wir noch irgendwas besprechen, Herr Krause? Nein. Nee? Also ich war limitiert. Kartenfragen auch geklärt. Passen auch nichts mehr. Gut, dann vielen Dank. Wir sehen uns Freitagabend. An gewohnter Stelle. Schönen Tag und bis dann. Tschüss.